Was Michael O'Leary als Chef der wohl aktuell polarisierendsten Fluggesellschaft in Europa ab und zu mal von sich gibt, das ist oft enorm interessant, manchmal auch etwas sehr fraglich, aber es scheint zu funktionieren. Die Fluggesellschaft verdient richtig stabil, richtig ordentliche Summen Geld, aber ihre Art und Weise, wie sie wächst, ihre Art und Weise, wie sie sich neue Märkte erschließt, das erntet aus den entsprechenden Lagern meist ganz klare Zustimmung oder ganz klare Ablehnung. Ganz okay findet das eigentlich niemand. Entweder nur richtig gut oder eben nicht. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und ich wünsche euch einen guten Start in die neue Woche. Anfangen können wir heute mit einer ganz klaren Meldung. Es geht nämlich um Zahlen und Zahlen sind meist ziemlich eindeutig. Es geht nämlich um die neuesten, aktuellsten Finanzen der Ryanair. Diese hat die Fluggesellschaft nämlich heute, am heutigen Montag, vorgestellt. Was von Anfang an klar war, ist, es wird einen Gewinnrückgang geben. Die Fluggesellschaft konnte im letzten Jahr richtig ordentlich viel Geld verdienen. In diesem Jahr läuft auch bei einer Ryanair nicht unbedingt alles glatt. Das hat vor allem zwei große Gründe. Zum einen ist der Sprit nicht mehr so lächerlich günstig, wie das vielleicht noch im letzten Jahr der Fall war. Und so ein Sommerchaos, das geht auch an einer Ryanair nicht spurlos dran vorbei. Dazu kommt, die Passagiere sind heutzutage mehr oder weniger alle aufgeklärt durch die nicht zu übersehende Werbung in jeder Ecke, auf allen möglichen Internetseiten, auf denen sie erfahren können, wann sie wo wie viel Geld für ihren verspäteten oder ausgefallenen Flug einfordern können. Und dann sind da ja noch diese unmöglichen Mitarbeiter, die im Zeitalter von Social Media jetzt doch noch auf die Idee gekommen sind, sich untereinander vernünftig auszutauschen und sich vernünftig zu organisieren. Und jetzt wollen die auch noch mehr Geld und bessere Arbeitsverträge. Puh. Ja, falls es jemandem nicht aufgefallen ist, hier und da war ein bisschen Ironie mit dabei, aber unterm Strich bedeutet das, ist ja auch völlig egal, an dieser Stelle erst einmal nicht viel anderes, als dass Ryanair jetzt nach 5 Jahren erstmals einen Gewinnrückgang zu akzeptieren hat. Aber Vorsicht, ein Gewinnrückgang ist auf keinen Fall das gleiche wie ein Verlust. Gewinnrückgang bedeutet auch nicht immer gleich Verlust. Vor allem nicht im Falle von Ryanair. Da bedeutet das jetzt erst einmal, dass sie nicht mehr irre viel Geld verdienen, sondern nur noch sehr, sehr viel Geld. Für erfolgsverwöhnte Aktionäre ist so eine Nachricht aber immer schlecht. Deswegen machte die Aktie von Ryanair auch so einen kleinen Knick, die bekam so einen kleinen Dämpfer. Als das vor einigen Tagen oder vor mittlerweile, glaube ich, 2, 3 Wochen angekündigt wurde, dass es einen Gewinnrückgang geben wird, auf jeden Fall. Ja, danach trat die Aktie dann auch direkt wieder den Weg nach oben an und heute zog sie sogar noch mal ein ganzes Stück mehr an. Also, das ist irgendwie so ein bisschen nach dem Motto, ach, puh, war doch gar nicht so schlimm, wir verdienen doch richtig viel Geld. Zum Glück aber auch. Ryanair ist also auf gar keinen Fall die nächste Fluggesellschaft, die in diesem Jahr noch pleite gehen wird. Man wird einfach nur in dem laufenden Geschäftsjahr nicht 1,3 Milliarden verdienen, sondern nur 1,2 Milliarden. Das ist trotzdem für eine Fluggesellschaft auch in dieser Größenordnung verdammt viel Geld. Was in diesen Zahlen aber noch gar nicht mit drin steckt, ist der neue Partner, den man sich zugelegt und kurz danach auch direkt mal nahezu einverleibt hatte, und zwar Laudamotion. Und das müssen wir noch mal ganz kurz zusammenfassen. Ich meine, lasst uns nur mal kurz rekapitulieren, was da eigentlich abgegangen ist. Lauda macht also eine neue Fluggesellschaft auf, ja? Also ich weiß, die wurde nicht neu aufgemacht, die gab es schon vorher, aber lasst uns das mal aus Sicht eines Urlaubers betrachten. Auf jemanden, der hierzulande oder von mir aus auch in Österreich oder wo auch immer Bock auf Urlaub hat, sonst aber mit Condor, Lufthansa, TUI Fly, Air Berlin oder von mir aus auch mit Niki in den Urlaub geflogen ist. Für den, aus seiner Sicht, macht Laudamotion neu auf. Die wird also neu aufgemacht, in den Fußstapfen der Niki, in einen Sommer hinein, in dem ein wahnsinnig unübersichtliches Chaos droht, mit Flugzeugen, die nicht mal der Laudamotion gehören, sondern mittlerweile Lufthansa-Eigentum sind, in halber bzw. ganzer Air Berlin-Bemalung. Was meint ihr, wie groß wären die Chancen in diesem Sommer auf ein Überleben dieser Fluggesellschaft gewesen? Ich verrate es euch gerne, es wäre irgendwo zwischen 0 und sehr überschaubar gewesen. Diese neue Fluggesellschaft, wir wissen es natürlich nicht, aber wir gehen jetzt mal nur davon aus, diese neue Fluggesellschaft hätte höchstwahrscheinlich den Sommer so in dieser Form nicht überlebt. Aufgrund der Schulden, die für eine Fluggesellschaft, für eine neue Fluggesellschaft, die gerade erst neu in dieser Form aufgemacht wurde, die sind da quasi Standard. Das gepaart mit der aktuellen Situation in Luftfahrt Deutschland, das hätte der Fluggesellschaft sicherlich von Anfang an direkt mal wieder das Genick gebrochen. Wie schnell das dann wirklich gehen kann, das zeigten, glaube ich, mehr als genug Beispiele in den letzten Wochen und Monaten. Und hätte Herr Lauder das dann mit seinem Privatvermögen aufgefangen? Ziemlich sicher nicht. Also sucht man sich von Anfang an einen starken Partner. Bei Laudamotion dauerte das
so wie wir das gesehen haben, nur wenige Wochen. Und warum denn nicht Ryanair, weil die haben mehr als genug Kohle, um uns jegliche Schulden erst einmal in den Anfangsjahren vom Hals zu halten. Und die tragen uns damit quasi durch das Chaos der ganz normalen Anfangsjahre, gepaart mit dem Chaos aus Luftfahrt Deutschland, die tragen uns da einfach durch. Und wenn dann auch noch die Lufthansa kommt, ich meine, dazu gibt uns Ryanair ja eine richtig stabile, sichere interne Basis. Wenn die Lufthansa dann noch kommt und uns unsere Flugzeuge wegnimmt, ist ja völlig egal, weil dann fliegen wir einfach mit Ryanair-Flugzeugen weiter, weil die haben ja 450 Boeing 737, da werden schon ein paar für uns drin sein. Also ein großer Gewinn für Laudamotion, weil eine ganze Menge Sicherheit. Eine Sicherheit in einer Form, die eine andere Fluggesellschaft in der Größenordnung der Laudamotion so in diesem Sommer sicherlich nicht hatte. Und jetzt also Ryanair. Wenn man noch mehr Slots haben möchte, am besten noch an Flughäfen, zu denen man als Ryanair gar nicht hinfliegt, weil man nicht darf oder nicht kann, das ist ja völlig egal, aber wenn man noch mehr Slots haben möchte, weil man sich an diesem Flughafen in einer noch größeren Form platzieren möchte, der Flughafen das aber nicht möchte, wie auch immer, völlig egal, dann kommt man jetzt einfach unter anderem Namen, unter einer anderen Flugnummer, weil dann kann es natürlich niemanden stören. Und dass wir dann mit unserem ganz normalen Gerät kommen, welches wirklich nach Ryanair aussieht, weil es ein Ryanair-Flugzeug ist, welches nicht einmal durch einen klitzekleinen Aufkleber von einem normalen Ryanair-Flugzeug zu unterscheiden ist, das stört doch auch niemanden. Das ist doch völlig egal, weil der normale Passagier doch eh nur von 12 bis mittags denkt. Und bevor wir es vergessen, ganz offiziell ist es natürlich alles einfach nur ein Wetlease, bei dem es selbstverständlich vollkommen egal ist, ob man jetzt mit Laudamotion oder mit Ryanair-Flugzeugen kommt, weil Ryanair gehört zu 100% Ryanair und Laudamotion gehört zu 75% Ryanair. Ja, und es stört niemanden, niemand steht denen im Weg. Es ist vielleicht vollkommen verwirrend für die Passagiere und vielleicht auch ein bisschen blöd für die Mitarbeiter, aber unterm Strich ist es doch einfach nur clever. Also es ist doch wirklich clever, oder nicht? Ich meine, es funktioniert einwandfrei. Für den Passagier, wie gesagt, vollkommen verwirrend. Der weiß sowieso nicht mehr, was abgeht. Und für Laudamotion-Mitarbeiter muss es auch eine komische Situation sein, spätestens dann, wenn man ihnen jetzt auch noch die eigenen Airbusse wegnimmt. Was für ein komischer Laden, oder? Michael O'Leary sagte es bei einer Pressekonferenz vor wenigen Tagen selbst noch einmal. Ohne die Hilfe des irischen Billigfliegers wäre seiner Meinung nach die Laudamotion wohl von Anfang an gescheitert. Denn Laudamotion, so in der Form, wie wir sie jetzt kennen, wird wohl im ersten abgeschlossenen Geschäftsjahr einen Verlust von etwa 150 Millionen Euro einfahren oder einfliegen. Das ist auch genau das, was man erwartet hatte. Es ist natürlich das an Standardschulden, was eine solche Fluggesellschaft in der Größenordnung, die ganz neu am Markt ist, vielleicht machen muss. Und gepaart mit dem Chaos, welches jetzt diesen Sommer so in dieser Form vorherrschte, wird sich das auch nicht einfach so mal eben verringern lassen. Aber diese Schulden werden sicherlich auf eine Griechenland-ähnliche Art und Weise im Nix verpuffen. Und warum ist das so? Ganz einfach, weil Michael O'Leary bzw. Ryanair auf kurz oder lang 100% der Laudamotion übernehmen wird. Ich meine, ganz klare Sache, eine neue Fluggesellschaft, die heutzutage hier in Deutschland oder Österreich gegründet wird, eröffnet wird und am Markt sich etablieren soll, dort Fuß fassen soll, die braucht Hilfe. Und Ryanair gibt der neuen Fluggesellschaft die Hilfe in Form von Geld. Langfristig ist diese Airline, also die Laudamotion, jedoch nicht unbedingt viel mehr als eine Expansionsmöglichkeit für Ryanair im großen Plan von Michael O'Leary. Und das ist doch voll fieses Ausnutzen. Nö, nicht unbedingt, das ist einfach nur richtig clever. Denn an diesem Namen Laudamotion hängt jetzt natürlich eine Fluggesellschaft, wenn Michael O'Leary möchte, dass daran eine Fluggesellschaft hängt. Und im Idealfall verdient das, was daran hängt, Geld und im Idealfall gehört das, was daran hängt, ihm bzw. seiner Fluggesellschaft Ryanair. Und das ist neben den Flugzeugen oder neben den Slots vor allem die Möglichkeit, hierzulande seine Maschinen im großen Stile zu platzieren. Und dabei ist es doch jetzt auch völlig egal, ob da ein Laudamotion A320 zu irgendeinem deutschen oder österreichischen Flughafen fliegt oder eine Ryanair Boeing 737. Weil es gehört doch eh beides den Iren. Und aus dem Grund ist es doch jetzt auch völlig egal, welche Fluggesellschaft zu welchem Flughafen fliegt. Wir haben in Düsseldorf Ryanair und Laudamotion gesehen, bald werden wir nur noch Laudamotion in Düsseldorf sehen. Und in Tegel funktioniert es genauso, nur andersrum. Wir haben Laudamotion und Ryanair gesehen, bald werden wir nur noch Ryanair sehen und keine Laudamotion mehr. Aber ist doch völlig egal. Also ganz egal, wie man das jetzt hin oder her dreht, unterm Strich ist es alles Ryanair, egal was draufsteht. Und die 100% an der Laudamotion sind somit auch nur der nächste logische Schritt. Michael O'Leary sagte übrigens im Interview mit airliners.de, was wirklich sehr interessant ist, kann man gerne mal vorbeischauen, der sagte da auf die Frage, wann man denn die 100% an Laudamotion übernehmen wird, dass man eine Option in den nächsten 3 Jahren darauf habe. Und entweder wird Niki Lauda selbst die übrigen 25% verkaufen
oder aber, wenn nicht er, seine Familie. Im Hinblick auf die gerade erst durchgeführte Lungentransplantation bei Niki Lauda und die entsprechend schwierige Genesung, ein sehr toll gewählter Satz. Auf die Frage, ob Michael O'Leary auch noch 2024 Chef von Ryanair sein wird, antwortete er, nein, auf gar keinen Fall. Also, wie man das Blatt auch dreht und wendet, es ist und bleibt eine clevere Nummer. Also jetzt mal Passagiere und Mitarbeiter kurz außen vor gelassen, es bleibt eine clevere Nummer. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich wollte aber jetzt nochmal was ganz Wichtiges sagen. Und zwar die aeronewsgermany.de Forums bzw. Internetseite haben wir jetzt nochmal komplett überarbeitet und neu aufgelegt. Weil viele haben sich das gewünscht und ich finde es auch sehr nachvollziehbar bzw. hatte da selber Lust drauf. Und wir versuchen ja euer Feedback so gut es geht. So gut es auch für mich geht, das jetzt vernünftig umzusetzen und da was Schönes draus zu machen. Bitte versteht das. Wir arbeiten uns Stück für Stück hoch und versuchen da was Cooles dann draus zu erstellen. Jetzt haben wir das Ganze wieder ein bisschen mehr mit dem verbunden, was ich hier mache. Und zwar gibt es jetzt eine wirkliche Internetseite dazu. Also um das Forum drumherum wurde eine entsprechende Internetseite zu diesem YouTube-Kanal aufgebaut. Und das Coole daran ist, und vielleicht auch für den einen oder anderen von euch interessant, es gibt mir die Möglichkeit und die Option, ein bisschen was zu schreiben. Ich kann Beiträge schreiben. Vielleicht ein bisschen persönlicher als das, was man bis jetzt auf YouTube über mich herausfinden konnte. Also wenn ihr euch ein bisschen für mich interessiert, ein bisschen mehr über mich herausfinden wollt, ich erzähle euch da ein bisschen was. Der erste Beitrag ist bereits online, den könnt ihr euch schon angucken. Einfach auf die Seite aeronewsgermany.de gehen und dann könnt ihr das eigentlich nicht übersehen. Und ja, da erzähle ich einfach mal ein bisschen. Ich bin sehr gespannt, wie euch das gefällt, ob euch das überhaupt gefällt und freue mich deswegen natürlich über jegliches Feedback dazu. Und eine ganz wichtige große Neuerung, was ich unbedingt jetzt in dieser Form machen wollte, es gibt eine große Galerie, wo ihr eure Bilder veröffentlichen könnt. Dazu müsst ihr einfach nur ein Bild hochladen und das packen wir dann in diese Galerie rein. Es sieht vernünftig aus, es sieht clean aus, es ist ein simples Design und man kann einfach eure Bilder vernünftig anschauen. Und das wollte ich die ganze Zeit haben und das haben wir jetzt. Bitte achtet darauf, dass ihr wirklich nur eure Bilder hochladet und nicht auf Google nach einem Flugzeug sucht und das da hochladet, weil so funktioniert das natürlich nicht. Manche von euch haben diese Option bereits im Forum genutzt, da war das aber alles noch nicht so, wie ich das gerne hätte. Und so wie es jetzt ist, ich würde mich freuen, wenn viele von euch die Bilder vielleicht nochmal hochladen können oder jetzt einfach nochmal ein paar mehr Bilder hochladen, weil da waren im Forum schon echt ein paar richtig gute dabei. Ich würde mich freuen, wenn wir das jetzt in diese Galerie kriegen, da eine richtig coole Sammlung draus machen können, die man sich gerne anschaut. Also ich freue mich auf eure Bilder und vielen lieben Dank dafür. Und das Ganze gibt es natürlich auch wieder als mobile Version im App Store, alles kostenlos. Und ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich sehr auf euer Feedback dazu. Ich versuche was Cooles draus zu machen oder wir versuchen was Cooles draus zu machen. Und ja, dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche, einen guten Start in die neue Woche. Ist ja gar kein Wochenende mehr. Scheiße. Und ja, lasst es euch gut gehen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, macht es gut und tschüss.